Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem Stuntman Scooter Online-Kanal. Heute bin ich tatsächlich mal alleine, beziehungsweise Janni ist hinter der Kamera. Es geht. Denn ich baue heute meinen neuen Custom-Build. Ihr seht hier schon ein paar Parts liegen. Bin sehr, sehr gehypt. Manche Sachen, wie zum Beispiel die Fork oder die Clamp, die Griffe auch, bin ich schon gefahren. Manche Sachen sind aber auch komplett neu, wie zum Beispiel das Deck, der Lenker, das Grip-Tape. Die Wheels bin ich tatsächlich auch nur einmal vorhin ganz kurz gefahren, also sind halt auch gefühlt noch neu. Deswegen bin ich sehr, sehr gehypt, weil es ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich das AMS Box entfahre, sonst habe ich das immer abgeschnitten. Meinte mal, da kommt auch bald was sehr, sehr Geiles auf euch zu. Wartet mal ab. Aber das wird tatsächlich jetzt mein erstes richtig reines Box entdeckt. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Das AMS-Deck hier ist 53 cm lang und 5,3 wide. Ich habe mich jetzt hier für die kleinste Variante entschieden, weil ich will ja noch ein bisschen Park fahren. Ich liebe ja meine Flip-Tricks. Und auch ein paar Kickless-Kombos müssen immer noch sein. Ich bin jetzt übrigens auch in der Double-Overhead-Gang. Ich würde sagen, wir starten dann hier direkt auch mal, indem wir das Deck grippen. Ich habe da so ein bisschen meine eigenen Methoden und Mittel, wie ich das mache. Ich weiß, dass Janni zum Beispiel das Grip-Tape immer nur so fährt. Ich liebe das aber, wenn das Grip-Tape mindestens von hier bis da geht, wenn nicht sogar über das ganze Deck. Deswegen kriegt ihr jetzt hier nochmal eine kleine Timelapse, wie ich das Ganze hier zubereite. Bevor Dean das Grip-Tape jetzt draufklebt, wollte ich erstmal Werbung machen für die neue Anacuda Cap. Freunde, wie ihr seht, die fittet extrem geil. Ich liebe diese Cap, ich habe sie durchgehend auf, deswegen unbedingt im Shop auschecken. Und jetzt geht's weiter. So, Dean, ich sehe schon, die Brake hast du auch sorgfältig reingemacht. Ja. Wirklich sehr, sehr geil. Dankeschön, dankeschön. Und auch, wie ich hier sehe, das Gummi hast du auch nicht vergessen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Genau, das Gummi dürft ihr bei Brakes nie vergessen. Falls ihr die Brake irgendwann mal aus welchem Grund auch immer abmachen wollt oder abmacht, vergesst hier dieses Gummi nicht. Das Gummi ist da eigentlich dran geklebt, aber es kann halt sein, wenn die Brake schon sehr, sehr lange dran ist, dass das Gummi vielleicht noch ein bisschen abgeht, vergesst das Gummi dann nicht unterzutun. Selbst wenn die Schrauben mal ein bisschen los sind, klappert die Brake trotzdem nicht. Ich habe mir wirklich versucht, Mühe zu geben. Hier vorne ist wirklich alles clean. Hier hinten ist eine Stelle, ich mag sie kaum zeigen. Wir machen jetzt weiter direkt mit dem Headset und mit der Fork. Beim Headset ist tatsächlich immer noch mein allererstes Anacuda Headset. Das ist immer noch so smooth. Weiter geht's mit der Fork. Das ist eine Anacuda V5 Fork. Einfach ganz simpel in schwarz, die HIC-Version. Fork ist drin, yes. Aber jetzt musst du mir erstmal erklären, oder erstmal den Zuschauern, weil ich weiß ja tatsächlich den Grund, warum fährst du diese Fork jetzt falsch rum? Oh, das ist in der Scooter-Community natürlich heiß diskutiert. Viele sagen, das ist einfach absoluter Schwachsinn, macht gar keinen Sinn. Viele fahren es tatsächlich auch so und haben eigentlich den wahren Grund gar nicht verstanden, warum ich das so fahre. Und zwar fahre ich die Fork so, weil ich sehr viele Nose-Manuals und sehr viele Hang-Fives mache, heißt, wo man wirklich dann nur auf dem Vorderrad fährt. Und das kennt ihr selber, wenn ihr Hang-Fives und Nose-Manuals macht, wenn ihr den Lenkerfall schon 80 Grad dreht und dann mit umgedrehter Fork fahrt, lässt sich das einfach viel leichter machen. Und da ich das so häufig mache und einfach keine Lust habe, jedes Mal wieder meinen Lenker umzudrehen und dann irgendwie bei dem nächsten Trick, wenn ich irgendwie einen Trick mache und dann Nose-Manual machen will, dann muss ich vorher auch wieder meinen Lenker drehen. Das ist einfach nur nervig. Deswegen fahre ich es einfach nur so und ich bin da sehr zufrieden mit. Das ist wie gesagt aber Geschmackssache. Also macht so, wie es am liebsten ist. Es gibt meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch. Compression ist hier auch wieder. Hier fahre ich auch so ein Anacuda HIC-Kit. Das habe ich auch schon mal benutzt, aber ey, HIC-Kit, wenn ihr das einmal kauft, hält das ein Leben lang. Das schrauben wir jetzt hier einfach drauf. Falls euch Compression überhaupt nicht sagen, checkt auf jeden Fall mal unser Video dazu aus. Wir haben da auf jeden Fall mal ein Video zu gemacht über die ganzen Kompressionssysteme und so weiter und so fort. SCS, HIC, IAC. Da gibt es wirklich so viele Systeme. Guckt auf jeden Fall das Video an. So, ich habe das hier jetzt relativ fest gedreht. Gerade wenn ihr ein neues Deck und ein neues Headset habt, zieht es lieber ein bisschen mehr an, weil das setzt sich noch. Ansonsten zieht es auch nicht zu fest, weil sonst dreht es sich gar nicht mehr. Meine goldene Regel, gut, das kann ich jetzt noch nicht zeigen, weil ich noch kein Video drin habe. Aber meine goldene Regel ist, wenn ihr einmal so macht und dann gegenhaut, kann ich gleich nochmal zeigen, wenn das Wheel drin ist, sollte sich so circa zwischen 90 und 180 Grad drehen. Wenn es sich viel weiter dreht, ist es zu locker und wenn es sich nicht wirklich weiter dreht, dann ist es zu fest. Jetzt kommen die Wheels dran. Die Wheels habe ich euch vorhin schon mal kurz gezeigt. Das sind die Double Five Wheels. Auch wirklich geil. Vor allem, was ihr für den Preis hier kriegt, ist wirklich nicht mehr normal. Die Wheels kosten, glaube ich, beide zusammen, also zwei Stück, unter 30 Euro. Also checkt die auf jeden Fall gerne mal ab. Die Qualität von denen ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Achse ist durch. Genau, das ist wieder das Geile hier bei Anacuda. Ihr könnt hier einfach die Mutter reinmachen. So, zack. Und müsst nicht noch irgendwie mit einem 13er Schlüssel kontern, sondern könnt hier einfach wirklich mit 6er Imbus auf der anderen Seite rein und festdrehen. Und ihr seht schon, die Mutter zieht sich jetzt hier von alleine rein und ich muss das nicht kontern, sondern ein 6er Imbus reicht tatsächlich aus. Jetzt ist das Wheel drin, jetzt zeige ich euch das nochmal von wegen Gegenschlagen. Also ich mache so
Ne, also gut, das waren jetzt perfekt 180 Grad. Ja, davor war es ein bisschen runter. Bisschen ja. weniger, aber ich habe gesagt, so zwischen 90 und 180 Grad ist perfekt. Bisschen Geschmackssache gehört natürlich auch dazu, aber ich finde da irgendwie so im Bereich finde ich perfekt. Jetzt haben wir hier so ein geiles Anacoda-Tool. Das wird tatsächlich auch bei jedem Deck mitgeliefert. Könnt ihr einfach die Nuss reinstecken. Einmal hier reinmachen. Jetzt ziehst du das Ganze hier fest. Genau. Aber natürlich auch nicht zu fest. Genau. Soll sich ja alles noch schön richtig. Und ordentlich drehen. Bis das Wheel nicht mehr klackert. Wheel ja. hat jetzt festgeschraubt. Genau. Ja, ne. dreht sich ja auch noch gut. Rollt, aber klackert nicht. Wir wollen ja auch gleich einen clean Drop-Test haben. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Lenker. Das ist die Anacoda VT Titanbahn. Ich habe die jetzt hier in der größeren Variante, nämlich in 70. Die gibt es aber auch noch eine Variante kleiner für die etwas kleineren Leute unter euch. Ich bin 1,90 groß, ich brauche die größere Variante. Hier seht ihr auch schon, haben wir einen Schlitz reingemacht, natürlich fachmännisch hier vor Ort gemacht. Damit wir, wie gesagt, ein HEC-Kit jetzt fahren können, dafür brauchen wir hier einen Schlitz drin. Sonst würde ich nur SCS fahren können. Bevor ich den Lenker aber drauf mache, haue ich nochmal ganz schnell die Griffe dran. Das sind einfach Oli Soft Grips. Ich weiß gar nicht, wie genau die heißen. Halt diese Standardgriffe, die irgendwie jeder fährt. Aber du machst sie drauf und wie hast du die jetzt so leicht? Genau. Drauf bekommen? Ich habe die jetzt so leicht drauf bekommen, weil ich das Ganze hier mit Bremsenreiniger gemacht habe. Da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Tipp. Am besten ist es tatsächlich mit Luft, weil wenn ihr Luft macht, dann habt ihr gar nichts mehr, was irgendwie rutschen kann. Bei Bremsenreiniger ist es auch relativ gut, weil der relativ schnell verflüchtigt. Heißt, er wird einfach ganz schnell trocken und dann rutscht ihr nie wieder. Ja. Guck mal hier zum Beispiel, die Griffe rutschen jetzt auch kaum noch. Wenn ich den Lenker jetzt gleich dran habe, ist der Bremsenreiniger auch schon weg. Macht es bitte nicht mit WD-40 oder so, weil das Problem an WD-40 oder an irgendwelchen anderen Ölen ist, ihr kriegt das Öl nie wieder ab. Nie wieder. Das verdunstet nicht, das verfliegt nicht, gar nicht. Das rutscht einfach. Griffe werden immer rutschen. Das gleiche übrigens auch, wenn ihr es mit Wasser macht. Bar-Ends sind auch dran. Ganz wichtig, fahrt Bar-Ends. Sonst irgendwie, wenn ihr mal so landet oder so, habt ihr hier direkt irgendwie ein Loch oder so vom Lenker. Das wollen wir nicht. Also fahrt sicher, fahrt safe, fahrt mit Bar-Ends. So, Clamp ist jetzt auch dran. Das ist wie gesagt einfach noch eine alte Clamp, die ich noch rumliegen hatte. Die kommt hier auch jetzt wieder dran. Verführen wir mal die sogenannte Hochzeit. So, drauf. Wie eine 1 sitzt der, jetzt noch gerade machen, festziehen und dann haben wir es. Was sagt der Fachmann? Ist es gerade? Ist gerade. Jetzt nur noch richtig festziehen und dann machen wir mal einen kleinen Drop-Test. Der Scooter ist jetzt fertig. Ich würde sagen, wir machen mal einen richtig schönen Drop-Test, oder nicht, Janni? Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, weil er sieht richtig clean aus. Wenn er sich so anhört, wie er aussieht, dann kann es nur perfekt werden. Okay, let's go. Boah, schön. Oh, jawohl. Okay, die Soundkulisse ist hier vielleicht nicht die beste, weil hier ist so ein Holzfußboden. Ja, es bollert ein bisschen, ne? Dann wundert euch nicht, aber man hört keine Klappe, heißt, er ist richtig festgezogen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier schon mal. Zum Abschluss kriegt ihr jetzt aber nochmal einen richtig nice Porn. Bis dann, ciao, ciao.